Ja, bis jetzt hatten wir zwei Formen einer komplexen Zahl kennengelernt. Einmal die Normalform und im letzten Kapitel die trigonometrische Form. Die habe ich mal hier aufgeschrieben. Z gleich R mal Cosinus Phi plus I mal Sinus Phi. Dabei ist R der Betrag der komplexen Zahl Z und Phi ist der Winkel. Gut, aus dieser Form kann man jetzt eine neue Form herleiten. Und dazu braucht man die sogenannte Eulersche Gleichung. Ja, die Eulersche Gleichung habe ich hier mal aufgeschrieben. Die lautet also Cosinus Phi plus I mal Sinus Phi ist gleich E hoch I mal Phi. Herleiten tue ich die jetzt nicht, da braucht man nämlich Kenntnisse über Taylor-Reihen zu. Das mache ich auf der Webseite. Man kann dann, wenn man Taylor-Reihen durchgenommen hat, nochmal zurückgehen zum Kapitel komplexe Zahlen und versteht dann auch ganz leicht die Herleitung dieser Gleichung. Wir wollen diese Gleichung nur anwenden. Und diese Gleichung, wenn wir uns die angucken, dann sehen wir, dass diese Seite hier mit der Klammer identisch ist. Ja, ich kann also diese Klammer hier durch diese Seite ersetzen, also durch e mal i hoch phi. Gut, dann mache ich das mal. Dann erhalte ich z gleich r. Jetzt kommt die Klammer und diese Klammer ersetze ich hier durch diesen Ausdruck jetzt. I hoch i mal phi. So, und das ist jetzt die dritte Form, die Exponentialform. Exponentialform einer komplexen Zahl. Ja, die dritte Form, die dritte von dreien. Ja, wir wollen uns jetzt überlegen, wie kann ich die trigonometrische Form und die Exponentialform gegeneinander umrechnen. Ineinander umrechnen, die braucht man nicht ineinander umrechnen, weil hier kommt R vor, hier auch und hier kommt Phi vor und hier auch. Da sind also gar keine Umrechnungen nötig. Solche Umrechnungen wie zwischen trigonometrischer Form und Normalform zum Beispiel. Ich mache trotzdem mal ein Beispiel, um zu zeigen, dass keine Umrechnung nötig ist. Also ich nehme mal eine komplexe Zahl an, eine komplexe Zahl Z, die in trigonometrischer Form gegeben ist. Sagen wir mal, der Betrag R ist 42. Dann kommt hier Cosinus Phi. Als Winkel Phi nehmen wir, sagen wir mal, Pi Drittel. Jetzt kommt da plus I mal Sinus Phi. Phi ist wieder Pi Drittel, so wie hier. So, das ist jetzt eine Zahl in trigonometrischer Form. Und die Exponentialform, wenn ich die jetzt haben will, da muss ich gar nichts rechnen. Das brauche ich nur abschreiben. Z gleich, jetzt kommt R, R ist gegeben, ist die 42. Jetzt kommt E hoch I mal und Phi, Phi ist auch gegeben, ist Pi Drittel, also muss ich hier nur Pi Drittel hinter das I schreiben. Ja? Ist also keine Umrechnung nötig. Ja, wenn dagegen die Normalform vorliegt und ich möchte die umwandeln in diese Exponentialform hier, oder umgekehrt von der Exponentialform zur Normalform. Das ist etwas komplizierter und das zeige ich euch dann in den nächsten Videos. Wir sind erstmal fertig, ich verabschiede mich.